was ihm das Marketing der verschiedenen Hersteller verspricht, ist, naja, so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, ja, hundertprozentige Sicherheit, aber natürlich auf jeden Fall, egal. Und dann Performance, naja, es hängt drauf an, wie viel man halt ausgeben will. Aber die größte Version natürlich, alle Performance, die man so kriegen kann und wunderbar. Wartungskosten relativ gering. Und wenn man sich so die Werbung durchliest, also so wie ein Gerät, 10 Klicks, hundertprozentig Sicherheit oder irgendwie das lückenlose Untersuchung von Inhalten ohne Performance-Einbußen, dann fragt man sich, wie schaut das denn ganz in der Realität aus und nicht so sehr. Es gibt da diese Begriff der TCO, der Total Cost of Ownership. Was man meist dahinter meint, ist, da hat man die Anschaffungskosten des Geräts und dann hat man irgendwelche Wartungskosten, da hat man den Administrator, der das Gerät pflegen muss, da hat man Upgrades, Hotline und so weiter und so fort. Was da nicht einfließt, ist die ganze Frage, wie sicher ist das Ganze? Was nützt mir ein Gerät mit einem super TCO, wie zum Beispiel ein simples Ethernet-Kabel, billig, wartungsarm, verschleißfrei, was mehr oder weniger keine Sicherheit aber bietet? Und deswegen hat NSS Labs letztes Jahr mal einen Report aufgelegt und sie haben die Produkte mal angeschaut, die sie so bei sich im Labor haben und haben so eine Art Größe angesetzt, also TCO, aber verglichen damit, wie viel Bandbreite sie dann wirklich mit einem gewissen Schutz halt bearbeiten können. Und was dann rauskam an Ergebnissen, war ziemlich anders als das, was das Marketing so behauptet. Während das Marketing einfach so die maximalen Performance-Zahlen und natürlich irgendwo auch die hundertprozentige Sicherheit angibt, sieht die Realität eigentlich deutlich schlechter aus. Je nachdem, wie sicher ich bin, geht die Performance drastisch runter. Ja, oder abhängig auch von den Produkten. Also es ist zwar quer durch die Bank alle Produkte deutlich schlechter als vom Marketing behauptet. Ja, und darüber geht irgendwo der Vortrag. Das heißt, ich versuche mal die verschiedenen Technologien, die es bei den Firewalls gibt, so ein bisschen aufzubereiten. Schau mir an, was können die theoretisch machen. Schau mir aber an, was macht der Hersteller daraus praktisch, also welche Kompromisse geht da ein, um zum Beispiel mehr Geschwindigkeit zu kriegen. Was für eine Auswirkung haben diese Kompromisse auf die Sicherheit? Und versuche dann diese ganze Zuordnung wie Next Generation Firewall oder Unified Threat Management, was so rumläuft, einfach mal so ein bisschen den Technologien zuzuordnen, damit man sieht, was können diese Geräte praktisch und theoretisch überhaupt leisten. Okay, fangen wir mal an. So ein einfaches Stateless-Paketfilter, der Klassiker, uralt. Was macht er? Er guckt sich jedes einzelne Datenpaket an, was kommt, woher es kommt, wohin es geht. Und einzig und allein anhand dieser beiden Informationen entscheidet er, ob er es durchlässt oder ob er es wegschmeißt. Da ist nicht viel zu tun, deswegen die Performance ist riesig hoch, die Anschaffungskosten sind gering. Wo nichts zu machen ist, muss ich auch nichts warten. Allerdings, die Sicherheit ist entsprechend gering, weil es werden ja nicht auf irgendwelche Inhalte geguckt. Das heißt, ein Virus, der da drin ist oder irgendwelche Malware, würde man einfach nicht finden. Hat trotzdem natürlich seine Anwendungszwecke. Ich kann ihn nutzen, um zum Beispiel Netze voneinander zu trennen. Ich kann ihn nutzen, um irgendwelche Denial-of-Service-Attacken abzufangen, die auf Transportebene laufen. Für sowas ist er gut geeignet und schön schnell dazu. Der nächste Evolutionsschritt war dann der Stateful-Paketfilter. Der macht ein bisschen mehr. Der guckt nicht jedes einzelne Paket nur an, sondern sieht ein Paket im Kontext einer Verbindung, die irgendwo einen Anfang hat, irgendwo ein Ende hat, und dann schaut er, ob dieses Paket da reinpasst oder ob zum Beispiel versucht, ein Angreifer irgendwelche Pakete, irgendwelche Daten da reinzuschleusen, die nicht dazugehören. Ist immer noch ziemlich billig, immer noch schnell, ist nicht viel sicherer als ein Stateless-Paketfilter, bietet halt ein bisschen mehr. Das meiste, was man so an Paketfiltern heutzutage hat, sind eigentlich diese Stateful-Paketfilter, beziehungsweise können Stateful gemacht werden. Das nächste sind dann ja die Deep Packet Inspection, die DPI. Die klassische DPI macht genau das, was der Name sagt, das heißt, sie guckt sich einfach nur ein Paket an, guckt tiefer in das Paket rein und wenn in dem Paket selber, in dem Einzelnen, tatsächlich irgendwelcher Schadcode zu finden ist oder Spuren, dass da irgendwie Schadcode sein könnte, dann schlägt es halt einen Alarm oder blockiert das Paket oder was auch immer. Das ist schon deutlich besser als ein einfacher Paketfilter, der überhaupt nicht reinguckt. Das heißt, die Sicherheit geht schon hoch, aber natürlich, wenn ich reingucke, geht die Performance runter. Irgendwo
muss es ja gemacht werden. Das heißt, wir formen es runter. Die Anschaffungskosten sind entsprechend auch höher, weil um eine bestimmte Performance zu erreichen, brauche ich natürlich ein teures Gerät. Und da das Gerät jetzt plötzlich mehr kann, da ich es besser an mein Netzwerk anpassen kann, an die Regeln, die in meinem Netzwerk laufen, habe ich natürlich auch deutlich höhere Wartungskosten plötzlich, weil ich erzeuge Logmeldungen, irgendjemand muss sich das Ganze angucken, Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, sehe ich plötzlich, irgendjemand muss darauf reagieren. Was die Packets Inspection Lösung nicht können oder nahezu nicht können, ist eine Veränderung des Inhalts. Das heißt, ich kann zwar das komplette Paket wegschmeißen, aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel 5 Byte aus dem Paket rausziehen. Was Sie vielleicht machen können, ist, Sie können zum Beispiel bei dem Virus, können Sie das V zu einem X machen, da bleibt die Paketgröße, bleibt, alles passt irgendwie, leiten es weiter, aber Sie können halt nicht irgendwie diesen Virus aus dem vorhandenen Paket rausschmeißen und den Rest durchlassen oder sowas, weil dann würde sich die Paketgröße ändern, dann müsste ich alles umschreiben für die nachfolgenden Pakete und so weiter, das geht nicht. Eine Evolution der Deep Packet Inspection ist dann halt die Datenstromanalyse. Da gucke ich mir jetzt nicht ein einzelnes Paket an, sondern ähnlich wie beim Stateful Packet Filter gucke ich mir eine Sammlung von Paketen an, die hintereinander kommen in Datenstrom und erkenne damit auch irgendwelchen Schadcode, der halt über mehrere Pakete verteilt da rumläuft. Das Ganze kostet natürlich mehr Zeit. Deswegen geht die Performance wieder runter. Und die Sicherheit steigt aber wiederum. Das Ganze ermöglicht allerdings, dass ich deutlich tiefer in irgendwelche Protokolle reingucke. Das heißt, wenn ich mich nicht auf einzelne Pakete beschränke, bin ich in der Lage, zum Beispiel in den Datenstrom von dem, bei HTTP, also bei Web-Traffic reinzuschauen, zu gucken, ob da drinnen komprimierte Daten sind, die Daten zu entkomprimieren und zu gucken, ob da in den entkomprimierten Daten irgendwelche Schadcode enthalten ist. Das könnte ich mit einer reinen Paketanalyse nicht machen. Das heißt, hier kann ich deutlich mehr, aber je tiefer ich reinschaue, desto langsamer wird es entsprechend, aber desto höher wird die Sicherheit und dummerweise desto höher wird der Wartungsaufwand für das Ganze, weil ich finde einfach mehr. Okay, und die letzte Technik ist dann halt der Application-Level-Gateway oder auch oft als Proxy bezeichnet. Kennt man so eigentlich vom Web-Proxy so als Standard. Hier läuft das Ganze auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, ich habe irgendwo ein Betriebssystem, das nimmt die Daten entgegen. Das macht also, das beendet die entsprechende TCP-Verbindung zum Beispiel im Betriebssystem selber, macht eine neue TCP-Verbindung zur anderen Seite auf, leitet die Daten, die da drin rumlaufen, zu dem Proxy weiter. Der analysiert das alles, ist in der Lage, da auch Daten zu verändern, Daten rauszuschmeißen, Daten zu normalisieren. Und eine Umgehung dieser Firewall auf den Transportlayern ist einfach prinzipbedenklich möglich, weil die Transportlayer werden halt tatsächlich auf der Firewall beendet. Und das Wesentliche ist, dass ich hier eine Interpretationshoheit habe, das heißt, dieses Application Level Gateway bestimmt, was hier durchgeht und wie diese Daten nachfolgend interpretiert werden. Schauen wir uns gleich an, was das genau bedeutet. Aber natürlich auch hier wieder, die Performance geht runter, die Sicherheit geht hoch, der Wartungsaufwand steigt. Je tiefer ich reinschaue, immer habe ich mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Ja, was heißt diese Interpretationshoheit? Ich habe hier mal so eine typische Anfrage an einen Webserver, so einfach GET-Request, und hier habe ich mal so eine Antwort, die ist ein bisschen komisch, allerdings ist die korrekt, weil ein Webserver kann sagen, er schickt den Inhalt komprimiert zurück. Was er in diesem Fall sagt, naja, er hat es einmal komprimiert mit dem GZIP-Algorithmus und dann hat es nochmal komprimiert mit dem Deflate-Algorithmus. Das ist legal, aber ungewöhnlich. Und wenn man sich so die Browser anguckt, nun der Firefox und Chrome, die sehen tatsächlich, haben sich den Standard durchgelesen, haben das korrekt implementiert und dann packen das zweimal. Der Internet Explorer, was soll das? Und nimmt einfach an, es ist überhaupt nicht irgendwie komprimiert. Opera sieht einfach nur das letzte und das ist Deflate. Ähnlich geht es mit den Intrusion Detection Systemen Bro, Snort oder auch mit VirusTotal oder Suricata, ein anderes Intrusion Detection System, guckt einfach auf die erste Zeile, sieht, da ist ein GZIP und nimmt das. Ich habe auch, hier kann man das selber testen, dann neigt das System, was man dazwischen hat, und ein Kunde von uns hat das mal getestet gegen einen bekannten Firewall-Hersteller und ist damit auch problemlos durchgekommen. Das sind, wenn ich irgendwo auf der einen Seite einen Webserver habe, der irgendwie Schadcode gibt.
Manchmal ist es doch der Client selber dran schuld. Das heißt, wenn ich irgendwelche Download-Beschleuniger habe, die halt versuchen, eine große Datei in vielen kleinen Stücken parallel zu kriegen, oder auch einfach nur das Acrobat-Reader-Plugin, was halt nicht die komplette PDF-Datei in einem Stück lädt, sondern es lädt halt einen Anfang und dann lädt es halt die fünfte Seite, weil man sich gerade die fünfte Seite anschauen will, lädt es immer stückweise. Und das ist natürlich irgendwie für einen Virenscanner furchtbar schlecht zu analysieren, wenn er nicht das komplette Ding im Ganzen hat. Immer nur kleine Fragmente. Und um das zu verhindern, kann man entweder sagen, man unterbindet solche Zugriffe auf Teile, oder, wie es bei HTTP möglich ist, man schmeißt einfach diese Range-Anfrage raus. Das führt dazu, dass der Webserver die komplette Datei liefert. Und die kann ich natürlich dann wieder analysieren. Setzt auch wieder voraus, dass ich ein System dazwischen habe, was Inhalte verändern kann. Okay, soweit zu den ganzen Technologien. Jetzt schauen wir uns mal die so Buzzwords, die in der Branche existieren, an und was die für eine Relation zu den Technologien haben. Also Intrusion Detection System, damit ist meist die Package Inspection Lösung gemeint, heutzutage im Allgemeinen, die auf einem kompletten Datenstrom und nicht auf Paketbasis arbeitet, die passiv arbeitet, das heißt, die sieht, wenn irgendwelche komischen Sachen drin, loggt das und das war's dann. Jemand muss diese Logmeldung durchschauen. Intrusion Prevention System arbeitet ähnlich, nur dass es halt zusätzlich zum Loggen auch ein Blockieren der Verbindung machen kann. Und dadurch halt nicht nur einen entsprechenden Angriff erkennen, sondern einen Angriff auch verhindern kann. Und dann haben wir so diese Secure Gateway, Secure Web Gateway, Secure Mail Gateway Sachen. Das sind im Allgemeinen irgendwelche Proxy-Lösungen. Also Sachen, die auf Applikationsebene arbeiten, Application Level Gateways. Diese Begriffe sind heutzutage nur noch relativ selten gebräuchlich. Was sich irgendwie durchgesetzt hat, ist dieses Next Generation Firewall oder auch Unified Threat Management. Anfangs waren das eher so diese Intrusion Prevention Systeme. Inzwischen ist das allerdings an Technologie alles dahinter. Das ist so rein in Buzzwords bekommen, ohne dass man irgendwie weiß, was es wirklich ist. Ja, und in dem Zusammenhang mit diesen Next Generation Firewalls taucht auch immer dieses App-ID oder Application-Erkennung oder was auch immer aus. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Signatur von so einem Intrusion Detection oder Intrusion Prevention System, nur dass auf der Basis dieser Signatur halt nicht irgendwas blockiert wird oder ein Log-Eintrag gemacht wird, sondern es wird behauptet, aha, diese Signatur macht diese Applikation aus und ich habe eine Policy, die sagt, diese Applikation wird durchgelassen, wird blockiert oder was auch immer. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben also die ganzen Gefahren da draußen. Ja, ein Teil der Gefahren ist hier oben, Denial-of-Service-Attacken, aber viele Gefahren sind tatsächlich irgendwo da unten. Und die unterschiedlichsten Technologien, die ich so habe, die gucken verschieden tief rein in die Daten. Das heißt, ein Paketfilter, das guckt einfach nur so irgendwie die Schiffe, die da oben anfangen. Und erst so die Datenstrom, die Package-Inspection-Lösung oder die Application-Level-Gateways finden wirklich so die heutigen Gefahren, die ich habe, so die Drive-By-Downloads, die Cross-Site-Scripting, Cross-Site-Request-Forgery, also alles dieses ganze Web 2.0-Zeugs. Und auch nicht alle davon. Und wie ich ja gezeigt habe, also auch gerade diese rein klassischen EPS, die lassen sich halt relativ einfach umgehen. Also eigentlich muss man schon doch nochmal tiefer gucken und die Daten auch verändern. Ja, und was man hier auch sieht, klar, je tiefer ich gucke, desto mehr steigt der Analyseaufwand. Und wenn der Analyseaufwand steigt, sinkt natürlich auch die Performance drastisch. Das heißt, irgendwo muss ich als Anwender hier mal einen Kompromiss machen und sagen, es wäre schön, wenn ich hier unten wäre, aber dann kann ich das Internet nicht mehr benutzen. Aber hier oben will ich auch nicht sein. Es geht zwar alles schön schnell, aber da kommen auch die Viren schnell durch.